ist jetzt Claudia Budig, die Geschäftsführerin der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für das Unternehmen? Also die besonderen Herausforderungen der Energiewende bestehen darin, dass wirklich jeder Mensch betroffen ist, privat und auch alle gewerblichen Kunden, und zwar direkt. Welche Bereiche müssen oder sollen denn prioritär behandelt werden? Eine der wichtigsten Meilensteine ist jetzt, dass es jetzt endlich ein Wärmeplanungsgesetz gibt, weil das schafft endlich eine Planungs- und Investitionssicherheit. Ein Kostentreiber ist mit Sicherheit erstmal der Ausbau der Netze. Es erreicht eine bestimmte Temperatur, dann springen alle Wärmepumpen an und das Netz muss dem standhalten. Das heißt, wir brauchen trotzdem über eine gewisse Leistung, und wir haben geschätzt, dass die dreimal so hoch ist, die Leistung, die wir jetzt in unserem Stromnetz in Jena haben. Thema CO2-Bepreisung wird dafür sorgen, dass trotzdem die erneuerbaren Anlagen auch Wärmekosten absolut konkurrenzfähig sind. Zum Nullpreis gibt es die Energiewende nicht.